Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Testoleros zum Thema Honey Gain. Ob denn bei Honey Gain die Auszahlung funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. Also, es ist geschafft. Endlich haben wir da 2 Euro zusammengekratzt bei Money SMS und wir werden jetzt mal die Kohle anfordern und mal schauen, wie lange das dauert und ob es überhaupt funktioniert, bei Money SMS die App abzuheben. So, und zwar hier sehen wir schon die App, Money SMS, da klicken wir einfach auf. Und dann gehen wir mal hier auf Guthaben. Und da steht es auch schon 2,07 € verdient. Und dann klicken wir hier einfach auf Abheben. Zahlungsmethode hinzufügen. Nehmen wir gleich PayPal. Dann klicken wir hier unten auf Zahlungsmethode speichern. Rechnungsadresse erfolgreich aktualisiert, dann klicken wir hier auf und hier unten auf Abheben. Auszahlungsantrag angenommen. So, hier unten steht es auch. Abheben anfragen, 2,07 € am 6. November. Genau. Okay. So, dann lass uns mal einmal gucken, ob wir eine E-Mail bekommen haben. Nee. Und dann gucken wir nochmal bei PayPal. Hier steht's. 2,07 €. Zwar hier auf der rechten Seite sieht das schon. Telco Telekom GmbH, 6. November, Zahlung erhalten. Hier steht doch schon Money SMS. Also hat funktioniert. Wunderbar. Geil. So, also wie ihr gesehen habt, die Auszahlung hat geklappt. Wunderbar. Ich gebe Money SMS 4 von 5 Sterne. Das hat ewig gedauert. Ich kann ja mal kurz gucken. Also am 10.06. habe ich mich da angemeldet. Und heute haben wir den 6.11. Also das dauert ewig, bis man 2 Euro zusammen hat. Auch wenn es nicht viel Arbeit ist. Also so richtig lohnen, ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber die zahlen halt aus, sehr gut, ja. Erfüllen alle ihre Versprechen, man verdient halt Passivgeld. Und jo, der Link hier zu Honeygain ist hier unter dem Video. Und Leute, das Wichtigste ist halt, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schwitze schon. So aufregend ist das. Ja, also verpasst keine Videos mehr von uns. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Dann gebt da dem Video sehr noch einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.